Okay, wir hatten die Jinjurikis, wir hatten die Kage aus Naruto. Jetzt wird es langsam Zeit für unsere Lieblingsgruppe aus Naruto, und zwar Akatsuki. Akatsuki ist eine sehr, sehr große Gruppe, und das nicht nur in Naruto. Akatsuki hat einen großen Stellungswert als Antagonistengruppe im gesamten Battle Shonen Kosmos. Diese Typen waren sehr beliebt, und deswegen reden wir heute darüber, wie denn jeder von denen gestorben ist. Und nicht einfach nur die Todesursache, denn, na klar, wir haben Naruto geschaut, wir wissen, was passiert ist, aber ich möchte noch ein bisschen tiefer in die Materie reingehen, und ich denke, es kann so eine kleine Nostalgiefahrt werden durch Naruto, welchen Gegner es gegeben hat, wie er besiegt worden ist und so weiter und so fort. Deswegen hoffe ich, dass euch das Video hier gefallen wird. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben, darüber würde ich mich sehr, sehr stark freuen. Und guckt auch auf den Kanal von Seedin vorbei, denn der macht bei diesem Video hier mit, der wird einige Parts übernehmen. Deswegen würde ich mich sehr, sehr stark darüber freuen, wenn ihr ihn supporten würdet. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung, und damit würde ich sagen, fangen wir an mit dem ersten Akatsuki-Mitglied von dieser Liste hier. Der Puppenspieler Sasori. Auf der Mission von Team 7, Gaara zu retten, traten Sakura und Omashio zusammen an, um Sasori zu besiegen. Nach einem langen Kampf, der für viele Fans auch der letzte gute Sakura-Kampf einfach ist, hatte Sasori eigentlich die Oberhand und hätte fast gewonnen. Sasori traf nämlich aus dem Hinterhalt Sakura mit einer vergifteten Klinge, Omashio hatte aber ein Gegenmittel parat und benutzte es bei Sakura. Sakuras Körper daraufhin war jedoch noch gelähmt, Sasori nutzte dies aber aus und holte zum finalen Schlag aus. Omashio kam aber dazwischen mit den Puppen, die Sasoris Eltern darstellten, und so durchbohrten die Puppen den Kern von Sasori, sein Herz nämlich, und bildeten damit das Familienfoto von damals, was in dem Zusammenhang mit der ewigen Kunst von Sasori verdeutlicht wird. Also ein Sinnbild von Kishimoto, was wir bei Deidara auch noch sehen werden. Wie dem auch sei, Omashio merkte an, dass Sasori theoretisch der letzten Attacke hätte ausweichen können, und Sasori ist schließlich auch jemand, der es geschafft hatte, einen Kage zu töten, nämlich den dritten Kazekage, den er auch als Puppe benutzen konnte. Es scheint wirklich so, als hätte Sasori am Ende dieses Kampfes aufgegeben. Er sagte schließlich auch, er ist ein Mensch, der nun mal nicht ganz Puppe werden konnte. Damit kommen wir also zu Deidara, und Deidara hat es ziemlich hart getroffen in Naruto. Und zwar, im Kampf gegen Naruto und Kakashi verliert er einen Arm durch ein Sharingan, was für gleich nochmal wichtig ist. Wie dem auch sei, Kakashi hat das weggekamuit, was traurig ist für Deidara, denn er hat sogar extra sich einen Dragon Ball Scouter besorgt, um Genjutsu zu entkommen, weil er dachte, das wäre die Waffe von den Uchihas, von dem Sharingan, was die Itachi sehr, sehr stark gelehrt hat. Aber das Ganze hat anscheinend nichts gebracht, denn im Shippuden-Verlauf hat er mitbekommen, okay, das Sharingan kann so ziemlich alles, wie zum Beispiel die Dimension aufreißen oder etwas in eine andere Dimension ziehen. Das war schon ziemlich broken. Wie dem auch sei, Kakuzu hat den Arm sowieso später nochmal angeheftet. Kommen wir also zum Kampf von Sasuke gegen Deidara. Nicht nur hat Sasuke Deidara mit Genjutsu, was er eben so stark hasst, outplayed und das Meme um Avengers Infinity War erfunden, nein, er hat Deidaras Technik auch noch komplett mit seinem Sharingan ausgekontert. Die Wut auf Itachi und die Provokation von Sasuke verleitete Deidara dann dazu, dass er sich selber in die Luft gejagt hat, und hätte Sasuke nicht den Plan gehabt, Manda als Schutz zu benutzen, dann hätte der arrogante Akt von Itachi in den Augen von Deidara zum Tode von Sasuke geführt. Wir haben auch kurz darauf den Tobi Madara Review bekommen, weil der war ja auch da und ist dann geflüchtet mit seinem Kamui, also sind quasi zwei Leute mit Sharingans entkommen bei dieser Attacke. Um ein kleines Fazit bei Deidara zu ziehen, er wurde sein ganzes Leben lang von Uchihas verarscht, und er hat sich auch technisch gesehen selber umgebracht, und es war kein Mord. Also hat Sasuke hier wiederum technisch gesehen den Kampf nicht gewonnen, beziehungsweise den hat er gewonnen, aber er hat Deidara in dem Sinne nicht umgebracht. Hidan, der Unsterbliche, ist schon immer unsterblich gewesen. Selbst als sein Kopf abgehackt wurde, lebte Hidan weiter. Zum damaligen Naruto-Verlauf schien er unverwundbar, und mit der Kakuzu-Kombi war er noch unheimlicher. Wie dem auch sei, Shikamaru schaffte es irgendwie. Er war schlau genug, um Hidan umzubringen, ihn auszutricksen, wobei wir zu dem Thema des Todes gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Shikamaru trickste ihn also aus und hat ihn lebendig begraben im Wald des Nara-Clans. Kishimoto ging aber in der Zukunft nicht mehr wirklich darauf ein, was denn nun sein Schicksal betrifft. Er ist der einzige seiner Religion, der zumindest in der Art und Weise mit dem Yashin-Ritual umgeht. Also kann man nicht unbedingt sagen, dass dieser noch am Leben sein könnte, weil man nicht wirklich viele Vergleiche an dieser Stelle hat, auch wenn er viele Leute umgebracht hatte in der Vergangenheit für seinen Gott.
lag er aber lange im Loch und das heißt, er wird früher oder später nun mal gestorben sein. In einigen Nebengeschichten und Konoha-Shindens und so weiter erfahren wir noch ein bisschen was über die Yashin-Thematik und um einige andere Anhänger, aber das ist an dieser Stelle nicht so wichtig. Also um euch das jetzt einfach mal am besten zu vermitteln, aktuell können wir davon ausgehen, dass er zu dem Zeitpunkt, als Shikamaru ihn begraben hatte, dass er dort lebte und das dann wahrscheinlich auch noch eine Weile anhielt, aber wie der menschliche Körper nun mal so ist und das nun mal so an sich hat, stirbt dieser irgendwann, wenn er keinen Treibstoff mehr bekommt. Also, nach aktuellem Wissensstand wird Hidan wohl tot sein. Aber das macht die Möglichkeit nicht zunichte, ob Hidan möglicherweise noch ein Comeback feiern könnte. In der Boruto-Ära sollte ihn beispielsweise jemand vorher gerettet haben oder sonstige Punkte. Aber zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht davon auszugehen, also ist er an den Folgen von Shikamarus Grab, an seiner Taktik, vorerst gestorben. Vorerst. Übrigens gab es im Anime eine Szene, wo wir das Edo Tensei von Hidan sehen konnten, aber das war nur ein Anime-Filler. Also kann man hier eigentlich sagen, dass das nicht im Manga richtig vorkam. Heißt also, Edo Tensei Hidan zu zeigen, war nicht die Idee von Originalautor Kishimoto. Damit kommen wir also zu dem Mann, der schon gegen Hashirama Senju gekämpft hat, und zwar Kakuzu. Zum Zeitpunkt, wo gegen Kakuzu gekämpft worden ist, hat Kishimoto ja gerade die Chakra-Elemente erklärt. Aus dem Grund gab es ja auch Kakuzu. Der war so ziemlich ein Mittel dafür, dem Zuschauer perfekt zu erklären, was es denn alles für verschiedene Elemente gibt und wie man die einsetzen kann. Also beim Dedra-Kampf ging es ja auch schon um Elementvorteile und hier ging es auch nochmal darum. Auf jeden Fall, Kakuzu hat 5 Herzen gehabt, darunter auch eins von seinem Ex-Akatsuki-Partner, den Kakuzu getötet hat, weil er zu langsam war und der Attacke von Kakuzu nicht ausweichen konnte. Also Kakuzu war halt echt ein ziemlicher sympathischer Typ. Deswegen ja auch das Team-Up mit Hidan, weil den kann man ja schwer umbringen. Auf jeden Fall, wir machen es hier bei Kakuzu kurz und schmerzlos. Herz 1, den Eröffnungsschlag macht da Kakashi mit einem saftigen Raikiri durch das Herz von Kakuzu. Das ist ja auch der schnellste Weg zum Herzen eines Mädchens. Okay, das lassen wir, der Joke ist definitiv zu alt. Herz 2 ging drauf, weil Shikamaru der schlauste Mensch ist, der je gelebt hat. Er hat nämlich das Blut von Kakuzu dazu benutzt, um Hidan auszutricksen, da Hidan nämlich das Kakuzu-Blut abgeschleckt hat, dann die Technik eingesetzt hat und dann hat Kakuzu den Rückstoß von der Technik abbekommen. Das heißt, dass das Herz dann darauf drauf ging und Kakuzu und Hidan haben eine unglaublich gute Gruppendynamik. Die beiden funktionieren im Duo ziemlich gut, aber genau diesen Fakt hat Shikamaru gegen sie ausgespielt. Also Shikamaru ist einfach auf einem komplett anderen Level. Wie dem auch sei, die nächsten beiden Herzen wurden pulverisiert von Narutos Rasen Shuriken und das letzte Herz wurde gnadenlos von Kakashi genommen, weil Kishimoto wollte einfach nicht, dass Naruto einen aktiven Mord begeht und deswegen hat Kakashi hier Kakuzu den Gnadenstoß gegeben und ihn getötet, weil er am Boden lag und nichts mehr tun konnte. Itachi opferte sich für das gesamte Dorf Konoha auf und ab dem Tag, an dem das Uchiha-Massaker geschah, lebte Itachi nicht mehr wirklich. Itachi lebte nur noch dafür, Sasuke, seinen kleinen Bruder, zum Helden zu machen, der den Uchiha-Clan rächen wird und die Ehre wieder herstellen kann. In diesem Kampf ging es auch darum, Sasuke zu trainieren und etwas ihm auf den Weg mitzugeben. Deswegen wollte er auch erst mit Sasuke kämpfen, wenn sein Sharingan weiter fortgeschritten ist. Eine mysteriöse Krankheit kommt natürlich dann noch mit hinzu. Diese wurde nicht wirklich richtig erklärt. Itachi hatte nicht das ewige Mangekyo Sharingan, aber benutzte die Kräfte dafür sehr häufig. Es kann natürlich daran liegen, wenn wir uns einfach mal anschauen, wie schnell Sasuke seine Kräfte aufgebraucht hatte. Selbst wenn er fit gewesen wäre, hätte er nicht alles gegeben und hätte Sasuke so auch gewinnen lassen. Tobi macht Itachi ja ein wenig einen Strich durch die Rechnung mit der Wahrheit hinter dem Uchiha-Massaker, aber ja, Itachi hat demnach auch einen Tod gehabt, in dem er technisch gesehen selbst für verantwortlich war. Um es bei Pain ein wenig zu vereinfachen, erspare ich mir hier das Vorwort und komme direkt dazu, wie die einzelnen Pain-Körper erledigt worden sind. Wir haben erstmal Jiraiya, der es schaffte, einen Pain zu besiegen. Derjenige, der die vertrauten Geister beschwörte, das war auch ein Schnubbi, den er aus seiner Vergangenheit kannte, aber der ist nicht so wichtig, weil der wurde eh ersetzt. Also wir kommen zu denen, die von Naruto besiegt worden sind. Und zwar, der Pain, der mehr wie ein Bijou aussieht als wie ein Pain, wurde bei Narutos Rückkehr nach Konoha von seinem Rasenshuriken ins Reich der Schatten geschickt. Langhaar-Pain starb bei dem Versuch, Frau Pain zu beschützen,
Katzen und frass das Rasenshuriken von Naruto. Frau Pain macht es dann aber auch nicht mehr lange, denn im Maul von Gamma Wunder verpasste Naruto ihr eine doppelte Rasengan-Pumpgun-Ladung. Da der fette Pain die Ninjutsus absorbierte, kümmert sich Naruto erstmal um Pokémon Center Pain, damit dieser die anderen nicht mehr heilen kann, und er frass eine doppelte Ladung Rasengan. Da Naruto eine Woche vor dem Kampf den Dragon Ball Manga gelesen hat, macht er mit Fat Pain das, was Vegeta damals mit 19 gemacht hat. Er hat ihn mit Energie vollgepumpt. Im Beispiel von Naruto war es die Naturenergie, die einfach zu viel war für Fat Pain, weil die Naturenergie sich nicht so gut verträgt, was wir halt bei Narutos Training gesehen haben. Nachdem der Hauptpain dann mit dem Kyuubi spielen durfte, kommen wir zum finalen Showdown von Naruto und Nagatos Actionfigur Pain. Naruto nutzte das Zeitfenster von Pains Ablenkzeit, seine Technik wieder zu benutzen, die 5 Sekunden beträgt, um mit dem Rasen Shuriken anzutäuschen, mit einer Armee von Schattendoppelgänger anzugreifen und schlussendlich mit einem guten, alten, klassischen Rasengan zu finishen, ja? Naruto hat in diesem Arc ziemlich viel gemacht. Bei Nagato ist es eigentlich ganz kurz, und zwar, er vertraute Naruto den Frieden an, also den wiederzubringen, und mit den 7 Dragon Balls hat er dann die Verstorbenen aus dem Krieg zurückgewünscht und hat sein Leben gegeben, um dieses Jutsu der Dragon Ball zu vollführen. Kakashi war es einfach nicht gegönnt zu sterben, weil das wird für später nochmal wichtig sein, denn der ist in diesem Krieg gestorben. Aber Son Goku, ich meine, Nagato hat da nochmal alle gerettet. Der Tod von Kisame ist wohl mit der krasseste aus dieser gesamten Liste. Der Akatsuki. Nachdem er seinen Tod gegen das Rariato von Killer Bee und dem Raikage gefaked hatte, tauchte er später auf, um Informationen für Akatsuki zu besorgen. Er wurde dann allerdings geschnappt und war kurz davor auch verhört zu werden. Es wäre aber um einiges schlimmer gewesen, wenn er mit nach Konoha gekommen wäre, wo man daraufhin dann mit Hilfe von Ibiki in seinen Kopf reingekommen wäre. Kisame biss sich aber die Zunge ab, kreierte ein Wassergefängnis für sich selbst und ließ sich von den Haifischen, von seinen Haifischen dementsprechend lebendig zerfleischen. Kisame war wohl das Mittel von Kishimoto, um einen Soldaten zu Kriegszeiten darzustellen. Das zeigt uns auch sein Flashback. Kisames Flashback hatte ja auch viel von Kriegskonflikten und Verrat. Kurz darauf folgte der Tod von Konan, die kämpfte um das Grab von Yahiko und Nagato zu beschützen. Mit Hilfe von 600 Milliarden Briefbomben, da stand so Manga, schaffte sie es fast, Tobi zu töten. Aber auf der Memory Card von Tobi war noch ein alter Speicherstand da, den hat er dann geladen und dann ist er seinem Tod nochmal entkommen. In der Naruto-Übersetzung ist es folgendes, er hat Izanagi eingesetzt. Konan kämpfte danach noch weiter, aber wurde schlussendlich von Tobi zu Tode erwürgt. Also kein wirklich netter Tod an der Stelle. Damit kommen wir zu Obito, und nach vielen Momenten davor, wo Obito hätte sterben können, kommen wir zu seinem richtigen Tod. Und zwar war es natürlich wieder mal jemand, der Kakashi einen Strich durch die Rechnung machen musste. Und zwar hat Obito den Stab von Kaguya eingesteckt und den anderen mit dem Kamui aufgesogen, um Kakashi, Naruto und Sasuke zu retten. Eigentlich wäre er ja davor schon gestorben, weil er war ja der Jinchuriki des Yubi und den hat er ja verloren und da stirbt der Jinchuriki. Aber Black Zetsu hat ihn dann nochmal am Leben gehalten und andere Ereignisse spielten da auch nochmal mit rein, als Black Zetsu sich dann von Obito getrennt hat, kam nochmal Naruto, der mit seinen Ninja-Jesus-Kräften Obito gerettet hat, aber auch im Manga wirkte es so, dass Obito nicht für immer und ewig gerettet worden ist, also dass quasi dieses Heilen nicht für immer und ewig ist, weil er ist immer noch ein Jinchuriki, der seinen Bijou verloren hat. Wir haben zum Beispiel das Beispiel Kushina, dass sie noch kurz leben konnte, also es geht auch ein bisschen darum, wie stark man als Mensch ist, aber im Endeffekt stirbt man dann doch. Wie dem auch sei, es war klar, dass Kishimoto das so machen musste, weil er konnte Obito nicht in dieser Welt behalten, weil Obito war immer das Werkzeug im Manga, um alle schlimmen Dinge passieren zu lassen. Und so einen Typ, der so viel gemacht hat, auch wenn er das aus Überzeugung gemacht hat, also dass seine Sache die richtige ist, kann man nicht so in der Welt lassen. Also Kishimoto hatte eigentlich keine andere Wahl, als Obito hier zu töten. Es musste einfach getan werden, weil Obito, oder besser gesagt, in der Zukunft Naruto gab es einfach keinen Platz für Obito. Und deswegen ist er hier gestorben. Ein ziemlich trauriger Tod, wie ich fand. Bei Zetsu ist das Ganze so eine Sache. Also habt ihr gesehen, die ganzen White Zetsus, die sind ja gut gestorben, diese ganzen Klone, und dann später bei Boruto gab es auch nochmal ein paar, also White Zetsu ist so eine Sache. Würde mich nicht wundern, wenn er nochmal auftaucht in Boruto. Wie dem auch sei, Kurosetsu wurde dann von Naruto nachgeschickt bei der Versiegelung von Kaguya, weil er erstmal ein bisschen ausgewichen ist, aber dann hat er ja von Naruto nochmal eine Breitseite bekommen und wurde dann mit versiegelt. Also auch von ihm kann man ein Comeback in irgendeiner Zukunft erwarten, aber ich hoffe, es kommt nicht dazu. Also, bevor jetzt die Neumalklugen kommen, ich habe zum Beispiel Juzo rausgelassen, weil er ein Filler-Charakter war, also nicht im Manga war. Im Anime wurde er von Yagura getötet. Orochimaru habe ich rausgelassen, weil er
er immer noch am Leben ist, auch wenn er sich bei vielen Situationen vom Tod weggeschlingelt hat. Und Shinnosuke ist auch nicht mehr drin, weil er ein Fake-Mitglied war und kein richtiges Mitglied war. Wie dem auch sei, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben und lasst ein Abo auf meinem Kanal und auf den Kanal von Seelen da. Der Link dazu ist, wie schon erwähnt, in der Videobeschreibung. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen Tod fandet ihr am bedeutungsvollsten. Ich muss sagen, der Tod von Kisame ist ein Tod, den man nicht unterschätzen sollte, weil der zeigt doch mal wirklich diese Aufopferung eines Soldaten auf. Also ich fand das nochmal sehr interessant, was Kishimoto da mit Kisame gemacht hat, aber ich bin gespannt auf eure Meinung. Damit bin ich raus, wünsche noch einen wunderschönen Tag. Schaut auf jeden Fall die anderen Videos von dieser verstorbenen Charaktere aus Naruto-Reihe an, wenn ihr Lust habt. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.